Ja, fehlt nur der. Ja, so. Phil und der ich früher machen. Genau, wegen dem wir um 16 Uhr schon anfangen, der fehlt. Phil und ich haben die Folge schon besprochen. Ah, das ging schnell, ja. Ja. Du hast ja sogar Notes hochgeladen. Ja, aber von das den letzten Folgen. Sexy. Ich wollte nur mal zeigen, wie es sein kann. Ja, wie es sein kann. Ich werde da trotzdem nicht reingucken, das beeinflusst mich ja, also vor der Aufnahme. Du könntest noch wissen, was beim letzten Mal das Thema war. Der Stellvertreter. Ich muss mal kurz meinen Schreibtisch wischen. Kennt ihr das, wenn ein Krümel unter einer Taste ist und die nicht mehr so richtig funktioniert? Ja, dann kaufe ich, kaufe ich mir eine neue Taste. Ich kann eigentlich gerade kein Y mehr tippen. Das ist total nervig. Übrigens, bin ich jetzt beim Logopäden, Tim. Was ist das? Ist Tim noch da? Ja. Was ist denn das? Zum Sprachtraining, weißt du? Damit ich auch in meiner Lehre immer deutlich zu verstehen bin. Und auch wenn ich da meine anderthalbstündigen Übungen habe, danach sind meine Stimmbänder immer am Ende, wenn ich halt über 90 Minuten Studenten anbrüllen muss. Ich musste jetzt kurz überlegen und entsetzt. Ich musste entsetzt überlegen, weil ich gerade dachte, Lokopädie, das ist doch dieses am Gehirn rumschneiden. Aber ich glaube, das war was anderes. Ja, das ist eine Lobotomie. Okay. Ich habe eine Lobotomie gemacht. Also Mario, wir haben schon zwei Kandidaten. Kandidaten, haha. Twink, twink. Wir haben zwei Kandidaten, die erste Folge besprechen. Die haben die nämlich gerade schon besprochen. Wir müssen nur einhaken, wenn die nicht mehr weiter wissen. Also nach zwei Minuten. Wir haben sie schon besprochen. So. Wir machen es nur noch gut. Ach so, machen wir das wieder so, dass wir fixe Sprecher haben. Naja, genau, wir machen. Zwar bist du dran. Wir machen das jetzt wie in der ersten Staffel, so macht das Lost ja auch. Oh je. Hä? Da hatten wir auch noch fixe Sprecher pro Folge. Ja, ich weiß, aber wenn man sich die Kommentare anguckt, sind ja alle pro Wechsel. Wie? Pro Wechsel? Ja, die finden alles besser, wenn wir unser momentanes System. Wir hatten das geschrieben. Hast du das nicht gelesen? Nee, es hat noch niemand geschrieben. Du lügst doch. Du kennst dich nicht so gut aus in der Kommentarsektion. Er hat hast du Getränke bei die Tastatur geschüttet? Fast. So sieht die Spülmaschine. Hallo beim Zahnsender. Hallo, Alarm. Wir haben es voll noch drauf. Alles klebt. Ja. Heute Folge 112 bei uns im Zahlensender. Willkommen. Das ist ja, uns eine Ehre. Das ist die fünfte Episode der sechsten Staffel und die 108. produzierte Stunde Lost. Von uns produziert oder nee, von ABC. Abrams? Ach so. Ja. Versuch nochmal meine Flasche aufzumachen. Ich dachte, die wäre offen. Ich hab sie wieder schnell zu. In deinem Raum. Ich hab sie wieder schnell zugemacht. Ja, besser. Im Raum verteilt. Die Hände kleben so. Die Folge heißt... Das wollten wir jetzt nicht wissen. Phrase. Die Folge heißt Das weiße Kaninchen. Nee, Unsinn, oder? Die Folge heißt Leuchtturm. Ja. Oder auf Englisch Lighthouse. Aber hat ja ungefähr das gleiche Meaning, ne? Ja, da komme ich jetzt gerade drauf, denn die Folge hat ganz viele Referenzen auf die fünfte Episode der ersten Staffel. Die hieß nämlich Das weiße Kaninchen. Und an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Da ging es darum, dass Jack den G-Man verfolgt hat durch den Dschungel und so die Höhlen gefunden hat. Da hat man ihn doch auch als Kind gesehen, oder? Da hat man ihn auch als Kind gesehen, genau. Ja. Der da Konflikt mit seinem das Vater. Das ist dasselbe. Du dachtest, der Schauspieler von dem Kind ist dasselbe wie jetzt das Kind von Jack? Echt? Ja, also für einen kurzen Moment irgendwie so. Das kam ihn so bekannt vor, aber... Kann ich mich zumindest nicht erinnern. Nein, das ist so ein typischer Kinder-Schauspieler halt, der ihm als Nebenrolle auftaucht in Serien. Da ist doch Jack am Anfang verprügelt worden als Kind. Mhm. Genau. Genau, und hier gibt es halt ganz viele Anspielungen, weil es die Parallelfolge sozusagen aus der ersten Staffel ist.
Es gibt noch was zum Titel zu sagen. Es gibt eine Novelle von Virginia Woolf, die heißt To the Lighthouse. Vermutlich ist es eine Anspielung darauf, weil die letzte Folge, bei der es ja darum ging, dass Jacob in seiner Höhle da die Namen geschrieben hat, da gibt es auch eine Novelle, die heißt Jacob's Room, auch von Virginia Woolf. Könnte halt einfach Literaturanspielung sein, das gibt es ja auch öfter in Lost. Und damit können wir schon in die Folge einsteigen. Sei denn, ihr habt noch was. Das ist eine Checkfolge. Ne, hab nichts. Ich hab sowieso nichts zu der Folge. Ich fühle mich so leer. Gut, dann wird Phil jetzt nicht die Flashbacks erzählen. Das macht ja sowieso nie Spaß, wie ich das mache. Ich find's toll. Nein, doch. Du hast noch vergessen, jemand da dieses Glas auf der Theke abgestellt hat. Ja. Das ist nämlich eine Anspielung auf Jurassic Park oder so. Hier geht's ja auch darum, Leuten Lost beizubringen, die vielleicht gar nie Lost geguckt haben. Und dann müssen die ja schon im Bild sein. Ja, so wie ich. Ich habe nämlich testesweise diese Episode nicht geguckt. Ja, ja, dann fang du doch mal mit den Flashbacks an. Ich habe dir auch jetzt gesagt, ich habe sie nicht gesehen. Die Flashbacks hast du nicht gesehen? Oh. Flashbacks. Du hast ja nicht mal gesagt, wer die Folge geschrieben hat und wer Regie geführt hat. Und ob er wichtig ist und... Ja. Jack ist immer wichtig. Also so kann ich nicht arbeiten. Jack ist nämlich ein Kandidat. Also, wer hat denn Regie geführt? Ne, Regie sage ich ja eh selten. Das war Jack Bender, um das gleich mal klarzustellen. Und das Drehbuch ist von Damon Lindelof und Carlton Cuse. Boah. No. Warum? Also das infernale Trio, hätte ich fast gesagt. Das Haupttrio. Ich glaube, die haben gesoffen, bevor sie geschrieben haben. Die 2 Minuten sind schon um, oder? Also Team, fang an. Ich warte doch auf den Jan. Ach so. Ja. Ich muss überlegen. Das war bei mir gestern, als ich die Folgen geguckt habe und ich werde mit der Zeit älter. Aber ich weiß, dass es halt nach in der Zeit ist, nachdem er in Australien versucht hat, seinen Vater zurückzuholen. Sozusagen genau zu dem Zeitpunkt, als er merkt, sie haben ihn nicht mehr. Es wurde am Flughafen verlegt. Und seine Mutter ruft an, wenn ich mich jetzt nicht absolut täusche, seine Mutter ruft an und sagt, dass sie noch nicht im Nachlass des Vaters, des Christian Shepherd, etwas finden kann oder dass sie Nachlass nicht finden kann und ein bisschen aufgelöst ist. Aber das muss schon nach der Beerdigung sein, weil sie später sagt, dass David während der Beerdigung ziemlich aufgelöst war. Ah, okay. Ja, ich dachte, es wäre nämlich noch, stimmt, aber ich dachte, es wäre vor der Beerdigung gewesen, weil er ja immer noch versucht, den Körper zu finden. Ja, und weil wir sie ja auch noch nicht gesehen haben. Aber es ist ja nicht so, dass in Lost immer alles in der Reihenfolge erzählt wird. Wo wir David von David sprechen, der wird dann abgeholt, also es ist noch nicht mal klar, wer es überhaupt ist. Aber eine wichtige Sache, die du Phil bestimmt auch vorgehalten hättest, wenn er die Flashbacks gemacht hat. Als Jack aufsteht und sich fertig macht, sieht er seine Blinddarmnarbe. Ja, hätte und kann ich sich nicht wirklich daran erinnern. Also fragt dann seine Mutter am Telefon, sag mal, wann habe ich eigentlich den Blinddarm rausgenommen bekommen? Und dann sagt sie, als du 7 warst und dein Vater wollte das machen, aber dann hat er es doch nicht gemacht, bla bla bla. Heute habe ich mal nichts zu tun. Ja, dass es in dieser Zeit, also dass es in der anderen Zeitreihe anders war. Genau, das habe ich auch nicht mehr gewusst und deswegen dachte ich erst auch, warum zeigen die das hier überhaupt? Aber das sollte wahrscheinlich dann die Anspielung darauf sein, dass es ja auf der Insel... Eine alternative Zeitlinie genau, ist, in der die halt alternative Dinge anders sind. Genau, wo er wahrscheinlich ein Kind mit der querschnittsgelähmten Frau hat, also die er ja geheilt hat, von der er sich dann wieder hat scheiden lassen. Und David das Scheidungskind ist, welches er von der Schule abholt und ihm erstaunlich ähnlich sieht, finde ich, der Schauspieler. Gut gecastet. Genauso nervig ist. Ja, also er ist Jack gegenüber genauso, wie ich Jack gegenüber sein würde. Ein bisschen, oh Gott. Bringen wir es hinter uns. Ja,
er versucht halt ein bisschen Konversation mit seinem Sohn hinzukriegen, sagt dann, als der ihm die ganze Zeit nicht zuhört, so hat auch die ganze Zeit sehr demonstrativ die Ohrstecker drin. Was hörst du denn da eigentlich? Ach, kennst du auch nicht. Und ne, der typische Vater-Sohn-Zeug. Und dann sagt Jack aber, so, ich muss jetzt zu deiner Oma fahren, willst du mitkommen? Nee. Ich bin auch nur eine Stunde weg und danach essen wir zu Abend. Ja, ja, geht klar. Und dann fährt er und ich glaube, das war so erstmal das mit dem Flashback bis dahin. Ob noch was in den Flashbacks passiert, weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Also es ist ja nachher nur so, dass er zu dem Talentwettbewerb fährt. Er kommt von der Mutter zurück und sein Sohn ist nicht da. Und wie es ein besorgter Vater macht, macht er erstmal ein Bier auf. Ja, und er fährt dann nachher zum Haus der Mutter, von wo er dann auf dem Anrufbeantworter hört, dass eine Frau eines Talentwettbewerbs für Piano, glaube ich, also fürs Klavier, also Musiktalentwettbewerb für ein Stipendium, nehme ich an, für irgendeine Schule, ihn anruft, dass der Termin geritzt ist und er um 7 Uhr am Freitag vorbeikommen kann. Dann der obligatorische Blick auf die Uhr. Oh, es ist 6:30 und Jack fährt zu der angegebenen Adresse und hört gerade noch, wie sein Sohn Chopin fertig spielt. Ich glaube, dass er Chopin gespielt hat. Bin mir aber nicht ganz sicher. Nur ich habe irgendwie den Eindruck, wenn man mit Klavier jemanden beeindrucken will, spielt man Chopin. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, habe ich. Ganz kurzer Einwurf, der Schlüssel für die Wohnung war unter einem weißen Kaninchen versteckt. Das ist echt, das war auch nicht weiß. Das war auch ja, grau. Es war, weil es dunkel war. Alle, nachts sind alle Kaninchen grau, aber das war schon weiß. Das ist sehr rassistisch. Und noch was Wichtiges ist in dem Zimmer, also dem eindeutigen Musikerzimmer seines Sohnes, ist halt an dem Spiegel am Schreibtisch noch ein Fotostrip, wo er mit also wo David und Jack Fratzen ziehen, so in ja, Bahnhofsklo, in so ein Passfoto-Ding gesessen haben. So creepy. Und was ihm halt zeigt, ah, mein Sohn findet mich gar nicht so ultimativ scheiße. Ja, und vorher hat er seinen Sohn zu ihm gesagt, dass er ja eh nichts mit ihm zu tun haben will. Also umgekehrt, dass Jack von ihm ja gar nichts weiß und mit ihm auch nichts zu tun haben will. Und das stellt Jack jetzt eigentlich auch fest, dass das stimmt, weil er ja gar nicht weiß, dass er da irgendwie dieses Musikding eben hat. Genau. Und das ist ja. Ja, er sieht ihn ja irgendwie nur einmal im Monat. Da kriegt man halt nicht so viel mit, wenn man sich ansonsten nicht bemüht. Genau. Genau, das ist die Schlüsselsache, wenn man sich ansonsten nicht bemüht. Und in dem Gespräch mit Jacks Mutter kommt ja auch noch so ein bisschen raus, dass Jack sagt ja, er will nicht so sein wie sein Vater, weil er hat ja immer Angst gehabt vor seinem Vater, weil sein Vater ihm nichts zugetraut hat. Und da sagt eben seine Mutter, woher weißt du, dass es nicht hier genauso ist? Woher weißt du, dass er nicht vor dir auch Angst hat? Und das ist, also er hat hier so mehrere Schlüsselszenen, wo er merkt, wahrscheinlich muss er da was tun. Ich bin mein eigener Vater geworden. Und beim Vorspielen trifft er, nachdem er seinem Sohn zugehört hat, Dogen. Ja. Was aber ziemlich unwichtig ist. Irgendwie schon. Der Dogen sagt ihm ja nur, sie sind eigentlich zu jung für diesen Druck. Sagt er ja. Wie lange spielt ihr Sohn schon Klavier? Pff, keine Ahnung. Wie alt ist ihr Sohn? Pff, keine Ahnung. Ist das überhaupt ihr Sohn? Pff, keine Ahnung. Ah, wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen. Oh. Das ist aber jetzt auch nichts Neues für Kenner. Jacks Mutter findet ja dann noch das Testament, als sie suchen. Und dann fragt sie Jack noch, wer ist eigentlich Claire Littleton? Und dann ist vorbei. Also, ja. Jeder außer den beiden weiß ja, wer Claire Littleton ist. Ja, aber in dieser Zeitreihe hat Jack ja auch keine Ahnung, wer Claire ist. Ah, stimmt. Da hast du recht. Mhm. Claire ist ja irgendwo jetzt dann nach L.A. gefahren und wurde von Kate Hobbs genommen, also als Geisel genommen. Und was danach mit ihr passiert, wissen wir ja gar nicht. Stimmt. Aber dann hat ja offensichtlich ihr Vater sie im Testament bedacht. Natürlich. Bestimmt stünde der Name ja nicht drin. Claire hat ja dann das Kind zur Welt gebracht und sie ist wieder frei. Ja, ja. Aber was dann passiert? Ach so, ja, dann, ja, genau. Nee, sie hat das noch nicht zur Welt gebracht. Sie hat doch hier Drogen genommen. Nein, oder?
Stimmt. Ethan hatte ja ein paar Drogen verpasst. Genau. Also alles fließt. Oh Gott, dann machen die dann Lost 2 auf mit 6 Staffeln über die alternative Zeitlinie. Als Spin-off. Claire's Visions. She's under the influence. Ja, stimmt ja auch ein bisschen. Ziemlich creepy, ehrlich gesagt. Aber noch nicht in den Flashbacks. Nee, da kommt sie ja auch nur namentlich vor. In Flashbacks kommt ja auch eigentlich nur noch die große Wiedervereinigung zwischen Vater und Sohn. Haben sich jetzt wieder lieb. Mhm. Nach diesem Vorspiel. Und sie essen Pizza. Eine kalte. Das auf jeden Fall. Das schadet gar nichts Schlimmes. Ja. Und trinken Bier. Das ist auch nichts Schlimmes. Und sehen die Red Sox, weil Jack hat nämlich den Fernsehanschluss aufgebohrt, damit man die Red Sox sehen kann. Dad des Jahres. Genau, also so eine typische Vater-Sohn-Geschichte. Ich fand aber die Flashbacks in der Folge gar nicht schlecht. Ich würde die Flashbacks in dieser Folge hervorheben. Positiv oder negativ? Positiv. Ja, die waren, schauen wir am Ende nochmal. Ich meine, was haben sie uns denn geholfen? Es geht doch nicht darum, dass uns alles was hilft. Es geht doch um die Geschichten, die erzählt werden. Aber was hat sie mit der Geschichte von Jack zu tun? Dass Jack ein besserer Vater ist, als sein Vater es jemals war. Genau. Zum Beispiel. Oder eben, seine Fehler zumindest früher sich eingestanden hat und versucht, dran zu arbeiten. Primär okay. Mit der Insel hat das natürlich nichts zu tun. Aber das ist ja in den ganzen Flashbacks jetzt auf jeden Fall in der 6. Staffel so. Ja, weil es ist ja auch nicht wirklich Flashback, es ist ja Flash-Parallel. Genau, Flash-Side irgendwie. Aber wir wissen ja noch, Dimension-Flash. Vielleicht stellt sich ja nachher noch heraus, dass das alles die richtige Wahrheit ist. Und ja, alles. Weil Walt das dann in der Schule vorträgt, how was my summer? In meinem Sommer hatte ich eine Drogenerfahrung. Ich habe 6 Staffeln von einer Serie erdacht. Und alles bis dahin war vielleicht ja falsch. Ja, wer weiß, also, ne? Tolles Ende für eine Serie, ja. Ja, sowas wär nicht das erste Mal, dass es sowas schon gegeben hätte. Mhm. Ich habe ja schon mal erzählt, dass sie sowas in Dallas mal gemacht haben. Da ist einer der Hauptdarsteller gestorben. Und dann gingen in der nächsten Staffel die Einschaltquoten so runter, dass sie in der übernächsten Staffel gesagt haben, der hat das alles nur geträumt. Und dann war wieder alles okay mit den Einschaltquoten? Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich hat es geholfen. Ach, Fans sind so scheiße. Sag das mal, George Lucas. Ich habe Dallas nie gesehen. Dallas. Ah nee, das war Matlock. Matlock. Aber das war der Weißhaarige mit dem Cowboyhut. Andy Griffith. Ach so, Dallas. Ja. Das war hier, J.R., genau, ja, genau, Larry Hagman. Der aus Bezaubernde Genie. Mhm. Ah. Genau. Das habe ich gesehen. Stimmt. Oh mein Gott. Das hast du gesehen. Das hab ich jetzt im Kopf nebeneinander gehalten und dachte, ach, krasser Scheiß. Da ist er aber älter, jünger. Ach, nein. Das wäre dem Unbedarften jetzt vielleicht nicht aufgefallen, aber der Tim beachtet ja immer auf alle Details. Den kann man nicht verarschen. Ja, echt. Tim ist ein Fuchs. Ja. Ja, Tempel. Tempel Außenszene. Cut. Jack spricht mit Dogen und ich glaube, Dogen sagt nur sowas. Er stellt Jack so ein paar Fragen, ob die anderen, die jetzt weg sind, denn wiederkommt. Und Jack sagt, ich glaube nicht. Und Dogen bedankt sich für seine Ehrlichkeit. Und ich glaube, das war's. Und dann sieht man noch Hurley und Miles, wie sie Tic-Tac-Toe spielen. Ich meine, wie kann man Tic-Tac-Toe spielen? Was ist denn das für ein bescheuertes Spiel? Ich hasse es auch. Da gewinnt doch nie jemand. Nee, es gibt kaum Möglichkeiten. Außer du spielst in dem Gehirn Lobotierten. Da bist du wieder bei der Lobotomie. Und schon wieder verloren. Weißt du, ich glaube, dann kriegen die das wirklich hin, dass sie einfach von links oben nach rechts unten auffüllen. Kennt ihr Wargames? Weil mit Tic-Tac-Toe hat Matthew Broderick in Wargames schon den Computer besucht. Ach, den Film. Ja, natürlich. Ja. Klar. Weil er dem Computer ja Wargames zum Spielen gegeben hat, ja, um ihm zu zeigen. Ist. Genau, weil der Computer ja lernen wollte, wie man beim thermonuklearen Krieg gewinnen kann.
Und durch Tic-Tac-Toe hat er dann gelernt, dass es keinen Gewinner gibt. Ach, kennst du nicht? Ja, Morgan? Aber ich meine, ich habe ihn nie geguckt. Ich weiß das, ich kenne ihn. Ist das nicht mit dem jungen... Matthew Broderick. Genau, Matthew Broderick. aber ach, ich meine, Miles ja kommentiert das ja auch so, weißt du? Wenn Hurley sagt, ah, Ty. Und Miles sagt, yeah, like the 7000th time oder sowas. Ah, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir nicht aufgefallen. Aha. Ja, und dann geht Hurley rein, weil er was essen will. Und fragt Jacob nach der Küche. Was für ein böses Klischee. Nein, das ist doch so. Er sagt, ich hab Hunger, willst du auch was? Und dann fragt er Jacob nach der Küche, weil Jacob sitzt nämlich am Tümpel drinnen, am Heiltempel-Tümpel und planscht im Wasser mit der Hand. Und dann erkennt er erst, dass das eigentlich Jacob ist. Und Jacob gibt Hurley dann den Auftrag, schreibt dir was auf den Arm und holt Jack. Boah, ich denke, in einem Klima, wo jeder nach 5 Minuten super Schweißflecken überall hat, ist es toll, sich was auf den Arm zu schreiben. Naja, er hat ihm ja mir am Ende der Folge, als sie da am Leuchtturm sind, da ist es nämlich schon ein bisschen verschmiert dann. Gut, er hat ihm ja auch nicht gesagt, schreib dir was auf den Arm. Er hat gesagt, nimm dir was zu schreiben. Ist da mit Jacob noch irgendwas Besonderes in der Szene? Ich glaube, erst in der nächsten dann, oder? Jetzt kommen ja Said und Jack. Nee, jetzt läuft ja erstmal Hurley noch im Tempel rum, weil er Indiana Jones mag, wie er dann Dogen sagt. Weil Dogen ertappt ihn dann nämlich, wie er im Tempel rumläuft und will ihn rausschmeißen. Und dann erscheint aber Jacob wieder und sagt, hier, du bist ein Kandidat, sag ihm, er soll gehen. Und das wirkt auch. Dann nimmt er all seinen Mut zusammen. Ja. Und flucht auf Koreanisch. Also Japanisch. Nee, also Hurley nimmt all seinen Mut zusammen, mein Phil, vermutlich nicht Dogen. Oh, was so? Ja, natürlich, der doch auch. Da waren keine Untertitel, was Dogen sagt, oder? Nee, also bei mir nicht. Hurley fragt, die Untertitel. Hurley fragt ja sogar, was er gesagt hat und Jacob sagt, du willst gar nicht wissen. ich habe nachgeschaut und Dogen hat gesagt, du kannst dich glücklich schätzen, dass ich dich beschützen muss, andernfalls hätte ich dir den Kopf abgehackt. Ja, aber er geht dann. Ja, und dann fragt Jacob noch, was Hurley denn hier eigentlich tut, weil er soll doch Jack holen. Also er muss hier offensichtlich gar nichts tun in diesen Höhlen, aber Hurley hat versucht irgendwie das, was er sich da notiert hatte, an den Wänden zu finden oder so. Oh ja, doch, aber er soll es nicht alleine tun, er soll es nur mit Jack machen. Darum da ist ein geheimer Ausgang, oder? Ja, und das soll das aber alles mit Jack machen und nicht alleine. Deswegen hat er gesagt, er soll ja zurückgehen und Jack holen. Sonst bringt das ja nichts irgendwie. Bla bla. Genau, und Hurley hat keine Ahnung, wie er Jack dazu überreden soll. Deswegen hat er dieses Detail ausgelassen und hat sich dieser Aufgabe nicht gestellt. Mhm. Und jetzt fragt er Jacob, wie er ihn dazu bringen könnte, mitzukommen. Und dann grinst, glaube ich, Jacob nur. Oder lächelt nur. Was er ihm dann sagt, wissen wir nicht, aber erfahren wir dann später. Nämlich jetzt. Nein, trotzdem kommen noch Said und Jack dran. Eigentlich schon vor dieser Szene, weil. Da hast du recht, stimmt. Ach, Said und Jack. Said erfährt jetzt, warum ihn jetzt eigentlich alle so komisch anstarren. Und er erfährt eigentlich auch, dass in der Pille Gift war und dass Dogen ihn töten lassen wollte. Ich meine, dass Jack so ehrlich war und so direkt, das ist ja relativ neu eigentlich. Weil sonst war er nie so direkt. Dass Jack so direkt war? In den älteren Staffeln halt, ja. Sonst hat er ja auch immer alles verschwiegen und für sich behalten. Ja, aber das war ja schon relativ, also ich hatte ja damals schon gesagt, als er dem diese Pille gegeben hat, war ja Jack schon sehr ehrlich, hat gesagt, er weiß nicht, was drin ist und sie wollen, dass du sie nimmst, aber es ist deine Entscheidung. Und dann hat ja Said gesagt, nö, ist deine Entscheidung. Oh. Was ja ziemlich arschlochmäßig war. Aber jetzt ist klar, es war Gift drin und Said weiß das auch. Aber das hat jetzt für diese Folge gar keine weitere Bedeutung mit Zeit. Für die nächste. Für die nächste dann, ja. Und dann kommt Jack. Nein, dann kommt Hurley zu Jack. Genau. Was auch ziemlich lustig war eigentlich. Also Hurley halt. Verhalte dich ganz ruhig. Es scheint ja die einzige Möglichkeit zu sein, Jack zu überzeugen.
Keep low profile. We have to flee. Aber er redet unlaut die ganze Zeit, der Jack. Das ist ihm so wurscht. I count to 10. Ja, was ihm Jacob offensichtlich gesagt hat, wie er Jack dazu bringen kann, mitzukommen, ist dieses, du hast es nicht drauf, das soll er ihm sagen. Und dann wird Jack natürlich hellhörig, weil das ist ja genau das, was er auch in den Flashbacks seinem Sohn David sagt, dass sein Vater ihm das immer gesagt hat. Und das ist jetzt wieder diese Parallele zwischen Doch, Flash. Ich werd's dir beweisen. Nee, nicht mal deswegen, sondern ich denke, weil Jack ja annimmt, das kann hier ja keiner wissen. Also, das ist ja wieder dieses mysteriöse Element. Wie soll das hier irgendjemand wissen? Mhm. Und das bringt ihn dann dazu, mitzukommen. Natürlich will er sofort wissen, wer ihm das gesagt hat. Und Hurley sagt, das hat Jacob gesagt. Und dann geht's noch so irgendwie, kann ihm Jacob nicht zeigen, der ist so Obi-Wan Kenobi-mäßig, der taucht ab und zu mal so auf. Und dann kommt Jack mit. Ja, und dann kommen sie irgendwie an Kate vorbei, oder? Genau. Mhm. Ja, Kate geht nicht mit, sondern zurück zum Tempel. Weil sie immer noch Sun sucht, oder? Nee, Claire. Sie sucht Claire. Sie sucht Claire. Ja. Sie sucht Claire. Ja, weil deshalb ist sie ja auf die Insel gekommen. Wollen wir dann jetzt gerade Claire einstreuen? Wenn wir schon mal dabei sind. Genau, weil es gibt nämlich noch eine Claire-Szene. Und irgendjemand hatte in der letzten Folge schon bedauert, dass Justin, der gute andere, ja tot ist. Ha, von wegen, der ist noch gar nicht tot. Ich hätte auch gehofft, dass er das überlebt. ja, Encounter with the Third Art. Nee, nicht Art, Third Kind. Also, den habe ich gesehen vor kurzem, der ist wirklich gut. Finde ich nicht. Überraschung, wir sind unterschiedlicher Meinung bei einem Film. Ich habe ihn aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und vielleicht, hat mir gut gefallen. Okay. Ist das nicht das mit der Lichttafel? Ja. Doch, genau, das, was du gerade gemacht hast. Der hat mir auch gefallen. Muss ich vielleicht nochmal gucken, ist schon so lange her. Schon okay, Tim. Ist doch ein Spielberg-Film, oder? Ich glaube ja. Dann ist ja. Der gibt's auf jeden Fall bei Netflix gerade. Naja. Ja, Claire. Claire kümmert sich ja um den kaputten Djinn, der in so eine Bärenfalle oder was auch immer. Ja, in ihre wahrscheinlich doch. Ja, so eine Bärenfalle. Ja, genau. Und Gott, genau. Sieht das eklig aus. Ja. Das entzündet sich bestimmt. Auf dieser Insel entzündet sich ja alles. Ja. Ach nee, stimmt. Wie Krebs. Ja. Genau. Also vielleicht ganz kurz noch Vorgeschichte. Claire hatte ja in der vorletzten oder letzten Folge ganz am Ende die anderen getötet. Scheinbar auch den Justin und somit Jin befreit. Und da geht's jetzt weiter. Ja, Jin wacht dann in ihrem Grusel-Aufenthaltsort auf. Also der hat sich so eine kleine Wohnecke irgendwie eingerichtet, hat so einen toten Tierschädel als Babyersatz in der Kinderkrippe liegen und das ist alles irgendwie... Wie hast soll du gemerkt, uns recht dass deutlich der tot gemacht ist? Werden, dass sie durchgeknallt ist. Was? Wie hast du gemerkt, dass der tot ist? Der Schädel. Mhm. Weil da keine Haut mehr drum war. Ah. Deshalb Schädel. Verstehe. Also es ist ein Aaron-Ersatz. Ja. Schreit nicht so viel. Ziemlich creepy. Sah auch irgendwie, als sie das aufgedeckt hat, ziemlich creepy aus. Ja, war es ja auch, ne? Aber es ist nicht so, dass sie das als Aaron sieht. Irgendwie, sie weiß schon, dass Aaron weg ist. Ja, aber trotzdem ist es nicht. Es ist kein Anzeichen für geistige Gesundheit. Ja, mein Sohn ist weg, ich baue mir einen neuen. Ihr Blick zeigt jetzt auch kein Anzeichen für geistige Gesundheit. Ja. Ja, sie hat, finde ich, dieses kleine, wahnsinnige Mädchen an sich. Mhm. Weil sie ist, yeah, und dann rammt sie ihm die Axt. Ah ja, sind wir ja noch nicht. Naja, doch, im Prinzip schon. Also,
Ja, also sie hilft Jin und während sie draußen die Medikamente, die Werkzeuge, Nadeln und so sterilisiert, versucht Justin eben Jin auf seine Seite zu ziehen, weil er weiß, dass Claire ein bisschen kaputt ist im Kopf. Und Jin ist aber ein bisschen zweifelnd. Weil sie davon überzeugt ist, dass die anderen ihr Kind geklaut haben. Genau, natürlich. Das macht und ja auch Sinn, wenn man davon ausgeht, ja, dass sie den nicht zurückgelassen hat, macht das ja Sinn. Also naja, macht es ja durchaus. Ich meine, sie weiß ja auch von Rousseau. Ja, und sie war ja auch selbst schon mal entführt worden von den anderen. Und wenn Rousseaus Kind genauso gegangen ist, dann geht das ihrem Kind bestimmt auch so. Das sind ja kinderraubende Monster, sind das ja. Die haben ja auch schon vom Flugzeug diese Kinder geraubt. Mhm. Ja. Was vom Flugzeug aus? Das ist schon... Das Mädchen und den Jungen, die da auch recht alt mit geworden sind. Mit abgestürzt sind. Und Walt ja auch. Ich weiß, so. Ich weiß. Und Cindy. Ja, auf jeden Fall näht sie dann Jins Wunde. Und danach lässt sie sich zwar so 2-3 Mal von Jin aufhalten, aber hackt dann doch letzten Endes mit einer Axt in... Wie heißt der arme Mann? Ist ja egal, der ist tot. Ja, auf Justin. Jeden Fall. Justin, so einmal kurz in den Bauch und der ist dann glücklicherweise für ihn gleich tot, was mich ein bisschen überrascht hat. Ja, ich dachte eher, der schreit jetzt noch so ein paar Stunden. Aber ja, das ist dann wahrscheinlich in der Non-TV-Version. Ja, aber dann hackt aber man ihn in doch der in Version, den Kopf, oder? He died just in time. Ja. Ich musste dabei an die dümmste... Ach, jetzt! Jan. Ach so, Justin. Ach so, oh, Justin. Großartig. Oh. Ja. Ach so, ja, und da behauptet Jin noch, um den Justin zu retten, dass die ja gar nicht ihr Kind geklaut haben, sondern dass Kate Aaron mit von der Insel genommen hat. Ja, bringt aber trotzdem nichts. Und ich musste an die dümmste Szene in Shining denken mit der Axt. Hallo. Hallo. Ja, nee. Wenn auf einmal kurz. Sie bauen doch da in Shining die ganze Zeit diesen Typen auf, von Anfang an, der irgendwie Durchblick hat, diesen dunkelhäutigen der Koch. Hausmeister. Oder Hausmeister. Auch immer ich dachte, das wäre ein Koch, sie da mehrmals anrufen und der kommt dann durch den Schnee und macht die Tür auf und kriegt die Axt in den Bauch. Ja. Ja, wie Hausmeister Billy in der Simpsons-Version. Ja. Ja, genau. Ja. Ja, Justin weg. Justin weg. Ah ja, und dann sagt Claire noch, fragt Claire noch, warum hast du dir das denn hier gerade ausgedacht oder so? Und dann sagt Jin, weil er auch Angst hat, ja, das habe ich mir nur ausgedacht, weil ich ihn retten wollte. Natürlich hat Claire Aaron nicht mitgenommen. Kate. Kate. Naja, Claire auch nicht. Claire auch nicht. Nee. Also, das war ja schon der Anfang des ganzen Übels. If that was the truth, I would have to kill her. Und dann sagt sie. Weißt du, die sagt das so? Sie hat gerade dem Typen die Axt in den Bauch gerannt und meint so: Ah, ich bin so glücklich, dass du mich nicht angelogen hast, ja. Jim. Ah, ja, eigentlich. We are friends. Genau. And you better never betray me. Weil, ach ja, von ihrem Freund redet sie ja auch noch irgendwann. Genau, weil nämlich sie wusste nämlich, dass die anderen Aaron haben, weil nämlich sowohl ihr Vater als auch ihr Freund haben ihr das erzählt. Und da ist ja schon klar, oder? Großer Dachschaden. Ja, nee, wir wissen ja, also ja, natürlich, aber ihr Vater... Wir wissen ja, dass sie den da getroffen hat in der Hütte. Ja, dass sie den gesehen hat, genau. Genau. Ja, nicht nur sie. Ja, und Jack. Jack? Nee, war Lock? Das Jack nicht hat Lock? Ihn doch auch mal gesehen. Ja, aber, ja, aber Hütte nicht in der Hütte. War das ja Lock, oder nicht? Ja, und Lock ist doch, aber war der da noch Lock? Ja, da jetzt. Aber da war noch nicht. Lock. Da war doch noch Lock. Okay. Das war bevor er ihr Freund wurde. Ja. Verwirrend. Oh, Freundschaften sind auf jeden Fall gefährlich. Wer hatte eigentlich noch Ben gesagt, dass er Lock töten müsse? Niemand hat Ben gesagt, dass er Lock töten müsse. Er hat ihn auf eigene Agenda umgebracht? Natürlich. Okay. Ja, er wurde so ein bisschen rein manipuliert. Ben? Ja. Nein. Naja, schon.
Natürlich. Dass er Locke töten soll? Du meinst, dass er Jacob was töten Locke? Soll? Nein, dass er Jacob ja, töten genau. soll. Ja, genau. Ja, so, dass das er Locke töten soll. Stimmt, ja. Er hat ihn ja erhängt. Ja, nein, das war ja nur praktisch. Genau. Das, ich komme ein bisschen durcheinander bei den ganzen Leuten, die da schon umgebracht haben. Oder wiederkommen. Nee, weil irgendwie ne, mit dem, was er aus dann nachher aus Locke wurde, war ich jetzt nicht sicher, ob es halt irgendeine größere Agenda gab. Weißt du, so bring ihn um, dann kann ich wiederbelebt werden oder irgend sowas. Nee, ich glaube, dass... Ja, aber der ist ja genau Bens Feind eigentlich. Genau. Ich glaube nicht, dass er dem wesentlich damit geholfen hat. Also zumindest hat man bis jetzt immer den Eindruck gehabt, dass Ben zwar die ganze Zeit lügt, aber dass zumindest, wenn er sagt, ich tue alles für die Insel, dass das stimmt. Also er ist ja. der Jacob-Fan. Und deswegen hat er ihn ja auch umgebracht, weil er da erkannt hat, dass Jacob nie was enttäuscht für ihn Liebe. Genau, nie was für ihn übrig gehabt hat, obwohl er alles für Jacob geopfert hat. Ich habe mein ganzes Leben für dich geopfert und du hast mir nie Danke gesagt. Genau, also der Mann in Schwarz oder wie man ihn nennen mag, der hat Ben benutzt, um Jacob zu töten, aber ich glaube nicht, um Locke zu töten. Das okay. hat Ben ganz alleine entschieden. Hast du hier eigentlich schon Werbung gemacht für die Serie vom Mann in Schwarz? Wir hatten schon mal über Bosch gesprochen, ja? Ja. Red doch mal über Bosch. Gerade zweite Staffel gesehen, immer noch gut. Ja. Bei Amazon Prime spielt er so einen Cop und das ist richtig unterhaltsam. Guckt euch das alle an, wenn ihr Amazon Prime habt. Und zwar B-O-S-C-H, also deutsche Schreibweise, weil sein Charakter wurde benannt nach Hieronymus Bosch, genannt Harry. Mhm. Wenn ich mir natürlich anschauen, ja. Du bist so scheiße, Mario. Ich habe das als wahrgenommen. Da spielt auch ein weiterer aus Lost mit, nämlich Lance Riddick, der in Lost ja den, wie heißt er denn? Ich weiß nicht, hat er einen Namen gehabt? Bestimmt. Also den Pfleger von Locke gespielt hat. Der und da spielen sogar zwei Leute aus The Wire mit, nämlich der Partner von Bosch. Und Lance Riddick. Der ist in The Wire ein ganz schlimmer Drogendealer und Lance Riddick. Genau. Ah ja. Okay. Ja, wenn wir schon dabei sind, ich schaue gerade The Mentalist, da kommt Ethan vor. Und ich glaube, da kommen noch zwei andere Lost-Darsteller vor. Bin mir schon sicher. Das ist das mit diesem rothaarigen Typen da, oder? Blond. Mentalist. Blond, wie auch immer. Ja, habe ich vorhin. Hellseher halt. So apropos gesehen. Blond, aber wo du jetzt wieder nicht mithalten kannst, in Lost, in Bosch, zweite Staffel, spielt Seven of Nine mit. Ja, und wer von uns hat sie erkannt und wer nicht? Ich habe sie erkannt und dann habe ich es euch gesagt. Dann habt ihr so getan, als hättet ihr es schon vorher gewusst. Nach vielen Folgen. Ja. Du hättest dir einfach mal früher auf die Brüste gucken müssen, dann hättest du sie gleich erkannt. Es ging nicht, sie hatte doch eine Sonnenbrille auf. Ja. Hä? Ja, Jack und Hurley. Merkt ihr eigentlich auch, wie wir uns davor drücken, zurück zu der Folge zu kommen? Nein, wir kommen jetzt sofort zurück, weil Claire ist ja jetzt durch. Claire ist schon länger durch. Das war ja noch der unterhaltsame Teil. Das war der unterhaltsame Teil, da hätten wir den ans Ende stellen sollen. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Leuchtturm. Ja, sie spazieren durch die Höhle, wo sie vorher gewohnt haben, in der ersten, zweiten Staffel, dritte glaube ich nicht mehr. Sehen da zwei Skelette und Hurley spekuliert hat, ja, es könnten ja auch sie sein, weil Zeitreisen, bla 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 und so. Spazieren dann weiter. Halt. Was? Das ist ja wieder die Anspielung auf die Folge aus der ersten Staffel, weil da haben sie ja auch die Skelette gefunden. Das wollte ich jetzt gerade sagen mit Jack, ja. Ah, gut. Weil er hat die Höhle nur gefunden, weil er irgendwie seinen Vater gesehen hat und er ist im Geist seines Vaters gefolgt und dann hat er diese Höhle entdeckt und er hat auch dieses ganze Wasser entdeckt und er hat natürlich alle gerettet. Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, Mario so schnell reden zu hören. Und natürlich, um weiterzumachen, gehen wir weiter, weil sie erreicht nämlich dieses... Nein! Was? Was denn? Unterbrich mich nicht. Die Kamera schaut gerade auf mich, ich bin dran. Ich wollte dann noch hier die Theorie von Hurley ein bisschen vertiefen, weil das ist, glaube ich, etwas, was wir auch schon mal gesagt haben. Also einer von euch, entweder Jan oder sogar du, ihr habt schon mal gesagt, als es mit den Zeitreisen losging, es könnte ja sein, dass diese Leichen in den Höhlen die Losties oder zwei von denen selbst sind, die dann zurück in der Zeit gereist sind und dann deswegen in den Höhlen liegen. Und genau die Theorie hatte Hurley jetzt auch, ohne dass wir wissen, ob es stimmt. Ich glaube, das soll aber vielleicht nur so ein bisschen zeigen, ne, den Zuschauern, die das vielleicht schon gedacht haben, ein bisschen
besseres Gefühl zu geben. Ach so, ich dachte jetzt, wenn der das jetzt sagt, dann führen sie uns auf die falsche Fährte. Ja, oder so. Wer weiß. Das weiß man immer bei Lost. Okay, Mario, jetzt darfst du. Jetzt habe ich leider den Faden verloren. Sie gehen weiter, hast du gesagt. Sie gehen weiter. Ja, toll. Glaubst du, dieser Satz hilft dir jetzt. Ach so, ja. Sie kommen Leuchtturm. Zum Leuchtturm. Er kommt zum Leuchtturm, wo ich sofort an Bioshock denken musste. An den dritten Teil. Muss da noch jemand dran denken? Habt ihr das gespielt? Ja. Ist das mit dem Leuchtturm am Anfang? Ja. Ja, das, da musste ich nicht dran denken, aber das ist ein cooles Spiel. Also ich musste dran denken, ja, warum auch immer. Übrigens, so, alle drei Teile, toll. Ich kenne nur den mit dem Leuchtturm. Das, was verpasst. Die ersten beiden spielen unter Wasser, oder? Mhm. Ja, sie besteigen natürlich den Turm. Was mich ja überrascht, dass Hurley keinen Herzinfarkt bekommen hat mit seinen 190 Kilo und keinen Schweißfleck, glaube ich, hatte oder so. Das ist total unlogisch, aber er hat trotzdem nach oben geschafft. Und kann sogar noch. So hoch war der Turm jetzt auch nicht. Und das ganze T-Shirt. Ich kriege auch schon Schweißausbrüche, wenn ich bei mir hier im zweiten Stock die Treppen hoch. Natürlich, das sind Treppen, ja, aber wer weiß. Vielleicht ist das ganze T-Shirt ja voller Schweiß, dann sieht man nicht mehr, ob es Flecken gibt. Das könnte sein, ja. Stimmt. Aber trotzdem noch die Kraft zu haben, diese Kette da zu ziehen und dann noch normal zu reden. Also wenn ich drei Stockwerke raufgehe als Sanitäter, dann sage ich, wem kann ich helfen? Oh, okay. Also bitte. Da kam aber bestimmt. Du trägst ja auch 80 Kilo an Material mit ihr da hoch, da kam muss man ja fairer halber sagen. Da kam bestimmt ein Schnitt, als sie oben waren und dann gab es irgendwie eine Rückblende. Maske. Und dann haben die sich erstmal 10 Minuten Pause gemacht, bevor die dann weitergemacht haben. Du glaubst echt, Tim, dass die da so einen 10 Meter hohen Turm hochlaufen, den sie vorher extra gebaut haben und dann oben filmen? Also wahrscheinlich war das ja, also wie sie drin waren, war das ja wahrscheinlich eh eine Studioaufnahme. Ja, natürlich. Ja. Der Turm war ja CGI, aber ich meine, die brauchen ja oben keine Pause machen, wenn sie nur eine 5 Stufen hochsteigen. Genau, es wurde nämlich bemängelt als Filmfehler, dass der Turm ja maximal ein Stockwerk hoch gewesen ist, weil nämlich, als sie hinterher neben dem Turm stehen, werfen sie viel weitere Schatten als der Turm. Da gibt's Leute, die achten auf sowas. Oh. Uff. Ja, da draußen. Ich mag solche Leute. Die sollten mal einen Podcast machen. Die haben ein Auge für Details. Das auch. Ja, aber ja, kein Auge nein, dafür, die welche gucken Details nach Fehlern. Interessant sind und welche nicht. Das liegt im Auge des Betrachters. Details und Fehler, das sind zwei, ne? Das sind die Leute, die gucken nach den Fehlern in der Serie, um sie dann monieren zu können. Was passiert denn auf dem Turm, Mario? Ja, was passiert denn oben auf dem Turm? Ja, haben wir nicht gesagt, warum sie da hin müssen? Nein, oder? Weil die müssen jemanden zur Insel führen. Das wollte ja Jacob. Weil irgendjemand muss auf diese Insel kommen und nur mit Hilfe dieses Turms schaffen sie das halt. Und das ist so ein komischer Raum mit so einem fetten Zahnrad und da stehen lauter Namen drauf, also die Kandidaten. Und da haben wir so 4, 5 einzelne Spiegel. Ich weiß es nicht mehr. Bin jetzt nicht mehr sicher, wie viele das waren. Und die mussten halt irgendwie so einen bestimmten Winkel da einstellen. Und bei bestimmten Winkeln konnte Jack halt jedes Mal irgendwas im Spiegel sehen. Und Hurley hat gar nichts gesehen. Ja, genau. Weil er nämlich immer in die andere Richtung geguckt hat, beim Ziehen an der Kette. Da ist ja nur Wasser. Ist es dann eigentlich, dass es genau 359 oder 360 vielmehr potenzielle Kandidaten gibt? Weil auf jedem Sieht's Grad aus, steht ja ein Name. Es gibt auch Neugrad. Ja, aber auf dem Kreis gibt es 360 Grad, ja. Fertig. Wenn man Neugrad nimmt oder Gon, sind das 400. Ja, meinst du das? Ist halt dann blöd, dann irgendwie, wenn es nach 360 Kandidaten immer noch nicht geklappt hat. Du brauchst einen neuen Turm. Ja. Aber mich hätte interessiert, was für ein Name bei 108 Grad steht. Mich auch. Was ja die Summe aller Zahlen ist, ne? Das müsste dann müsste der Kandidat sein oder wer auch immer, der zur Insel kommt, oder? Also ja, theoretisch oder logisch. Oder wie beim Power Rangers, die Synthese aus allen. Oder ja, Captain ja auch Planet nur die 108, weil es die 108. Folge war. Natürlich ist es Walt. Hallo. Ja, ich glaube 108, weil es eben die Summe der anderen Zahlen ist. Und die anderen 6 Leute sind ja, glaube ich, die 4, 5, 15, 16, 23 und 42. Die anderen sind ja alle durchgestrichen, bis auf die 108. Nee, Jack war auch noch nicht durchgestrichen. Ja, und Jack ist Nummer 23. Ach so, du meinst alle bis auf die
Die alle bis auf diese Zahlen sind durchgestrichen. Bis auf die, die in der Höhle auch nicht durchgestrichen waren. Genau, genau. Ich frage mich, wie die das synchronisieren. Ja, das macht Jacob. Jetzt macht's niemand mehr. Deswegen suchen sie einen neuen Kandidaten. Ja, und Jack fällt dann irgendwann eben auf, dass er sein eigenes Haus in diesem Spiegel sieht. Vorher sieht man, glaube ich, diesen Tempel, wo Jill und Sun geheiratet haben. Oder das Haus von ihrem Vater oder so. Und da fällt es eben Jack zum ersten Mal auf, dass man da was sieht. Und da sieht aber Hurley nichts. Und dann reißt Jack ihm irgendwann die Kette aus der Hand und stellt es auf die 23, was seine Nummer ist. Und dann sieht er sein eigenes Haus, wo er aufgewachsen ist. Und das macht ihn ziemlich wütend. Ja, weil er nicht damit umgehen kann, dass Jacob ihm beim Duschen zugeguckt hat. Genau. Als Kind. So Pedo. Ja, also ich weiß jetzt einfach überhaupt nicht mehr, was hier gespielt wird. Ich glaube, das ist das Problem. So ging es mir auch. Hast du auch dein Spiegel kaputt gemacht? Nee. Ja, und jetzt hat nämlich Jack 7 Jahre Pech. Pro Spiegel. Denn er hat da irgendwie so ein Fernrohr genommen und alle Spiegel zerschlagen. Und Hurley noch angeschrien, den armen Hurley. Dabei kann doch Hurley gar nichts dafür. Weil er will nämlich jetzt wissen, wo Jacob ist und er will Klarheit haben. Wie immer. Er kommt aber immer, wann er will. Wie Obi-Wan Kenobi. Ja. Ja, Spiegel kaputt. Die sind wieder unten. Hurley und Jack hatten sich kurz vorm Leuchtturm noch darüber unterhalten, warum sie denn eigentlich zurückgekommen sind. Und Hurley hat gesagt, weil Jacob mir im Taxi begegnet ist und mich gebeten hat. Und Jack hat gesagt, because I was broken. Und da habe ich mich gefragt, warum sie da nicht gesagt haben, because I was lost. Das wäre doch total sinnvoll gewesen. Ja, die sind einfach nicht so witzig wie du. Mhm. Die brauchen mehr solche Informatiker mit dich, die coole Witze erzählen und ja. Ach, du hast was gefunden im Chat. Habe ich extra eingefügt für dich. Ja. Ja, und dann kommt Jacob, während Jack irgendwie 100 Meter entfernt an der Klippe sitzt und aufs Meer starrt, kommt Jacob und redet mit Hurley. Hurley entschuldigt sich, dass es nicht geklappt hat und dann kommt raus, dass es Jacob eigentlich völlig egal war. Wer auch immer auf die Insel kommt, der wird es auch ohne die beiden schaffen. Aber Hurley geht dann auf, dass Jacob wohl wollte, dass genau das passiert, was passiert ist. Und das gibt Jacob dann auch zu, weil er sagt, manchen Leuten kann man einfach sagen, was sie tun sollen und manche muss man dazu bringen, dass sie aufs Meer hinaus starren. Also, dass sie sich selbst überlegen, was passiert und was sie tun können. Dass sie sich dann einfach einreden können, dass es ihre eigene Entscheidung ist, anscheinend das zu tun, was ihnen gesagt wird. Ja. Und Jack sei wichtig und Hurley sei auch wichtig und ganz, ja. Ihr seid alle wichtig. Ihr seid mir ganz wichtig. Und alle meine Kandidaten sind für mich wichtig. Auch genau, die Toten. Genau. Ich hoffe, ihr habt die ganzen durchgestrichenen Namen nicht gesehen. Ja, man könnte ja jetzt auch sagen, weil es nur noch so wenig nicht durchgestrichene gibt, seid ihr meine letzte Hoffnung, Obi-Wan Kenobi. Und deswegen hat er die beiden vom Tempel weggebracht, weil da nämlich was Schlimmes passieren wird. Es kommt nämlich gerade jemand dorthin. Das ist auch immer so schön, dass er immer in Rätseln spricht. Es kommt jemand auf die Insel. Es kommt jemand zum Tempel. Er weiß genau, wer zum Tempel kommt. Ja. Aber es kommt jemand zum Tempel. Genau, und Hurley sagt noch, da müssen wir die warnen, aber es ist schon zu spät, sagt er. Eigentlich war es das jetzt. Ja. Warum hat dir denn der Leuchtturm so schlecht gefallen, Phil? Ja, das war halt einfach alles langweilig. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Was soll ich denn damit anfangen? Aber, ja. Warum hat dir denn der Leuchtturm gefallen, Jan? Ich weiß nicht, ob er mir gefallen hat, aber es ist, was mich halt mehr an dieser Folge gepackt hat, ist, wie dann am Ende
Claires Freund zu Besuch kommt und ne, dass dann der Dark Lock ist und die ganze Sache in Bewegung bringt. Ja, das habe ich ja vorhin gesagt. Ja, der Teil mit Claire, den fand ich unterhaltsam. Genau. Aber den Rest, ich meine, wir wussten doch schon, dass Jacob die Leute beobachtet hat. Ja, wir wussten doch, wir haben doch schon die Höhle gesehen mit den ganzen Namen. Das war doch jetzt alles nichts Neues, dass es irgendwie viele Kandidaten gab, oder? Also ich glaube, die Folge war halt nur, Jack soll erkennen, dass er immens wichtig ist und dass er zusammen mit, ja, keine Ahnung, den anderen Kandidaten dafür verantwortlich ist, ja, das Leben an sich auf dieser Insel zu retten oder was auch immer. Ja, das kann ja sein, aber dann haben sie das einfach nicht unterhaltsam gemacht. Das war sehr langatmig. Nicht für mich unterhaltsam. Aber, ich weiß nicht. Es ging alles so ein bisschen. Also ich fand es jetzt auch nicht total nicht unterhaltsam. Ich fand die Leuchtturmgeschichte völlig blöd. Aber beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, jetzt war das nicht mehr ganz so schlimm, weil ich schon wusste, was kommt. Ich fand das völlig falsch mit diesem Leuchtturm. Das passt überhaupt nicht zu allem anderen. Das ist irgendwie so ein Steampunk-Teil da mit diesem Drehrad. Ja gut, jetzt können wir wieder sagen, da gab es ja auch das Eselsrad. Aber das war alles von der Architektur irgendwie viel älter, so antik und so. Und dieser Leuchtturm hier, das war halt so ein Steampunk-Ding. Und das passt irgendwie überhaupt nicht zu allem anderen, fand ich. Und deswegen hat mich der schon immer gestört. Also man braucht ja jetzt gar nicht argumentieren, dass sowas natürlich nicht funktioniert, dass man in einem Spiegel, wenn man irgendwo was sieht. Ja, dass man im Spiegel so eine billige Kritik habe ich mir jetzt ja auch nicht. Aber dass das überhaupt nicht zu dem Rest passt, zu dieser Ankh-Statue und zu der Höhle. Gut, das war halt eine Höhle, da ist die Architektur nicht so schwierig. Zu dem Eselsrad, was ja da auch irgendwie schon aussah, als wäre es da seit 1000 Jahren. Und dann dieser Leuchtturm. Gut, der sah jetzt auch so ein bisschen schon alt aus von außen, so Leuchtturm von Alexandria mäßig vielleicht, aber von innen da mit diesen Ketten und Spiegeln, das war irgendwie so modern für den Rest, fand ich. Deswegen hat mich das schon immer gestört. Ich fand's einfach nicht unterhaltsam. Mario, glaubst du denn eigentlich, Jacob ist ein Good Guy oder ein Bad Guy? Trägt doch die weißen Klamotten. Ja, der muss doch ein super guter Typ sein. So wie Sturmtruppen. Die sind auch gut, das versteht man. Wir ihn foltern. Was? Um das herauszufinden. Jacob oder Mario? Ja. Also ich könnte es mich foltern, wenn ich wollte. Ja. Okay, ist okay. Was hast du denn jetzt gesagt? Ich habe dir nicht zugehört. Sorry. Wem hast du jetzt nicht zugehört? Dir. Was war denn deine Mir? Antwort? Ach so. Ja, warum soll er jetzt nicht gut sein? Na, weil doch der Man in Black das die ganze Zeit sagt. Der sagt doch hier, Jacob, die Insel braucht keinen Schutz und Jacob erzählt nur Unsinn und er manipuliert einfach. Es sind einfach beide missverstanden. Jacob, das, was er macht, ist richtig und der schwarze Typ glaubt, das ist auch richtig, was er macht. Und das ist halt immer so. Der Adolf hat auch geglaubt, das ist richtig. Am Ende war es doch irgendwie nicht so richtig, aber es kommt halt wieder drauf an. Ja, Tja, was wäre Online-Content ohne einen Hitler-Vergleich? Ja, es ist schwer, mein sicher. Ich finde es unlogisch. Das, was Jacob macht, das ist total scheiße. Wegen ihm sind schon viele Menschen gestorben. Wie viele hat schon Ben umgebracht? Wegen Jacob eigentlich. Das ist es auch böse. Es ist auch so wieder, Gott ist Gott gut. Kannst du auch sagen, ja, Gott ist ja nicht gut, weil der lässt auch alles zu. Also, das ist so eine Frage. Da könnten wir stundenlang diskutieren, aber da bräuchten wir die Dani. Okay, dann brechen wir das hier ab. Weil das will niemand. Nein, das. Ach. Keine Angst. Weil wir sie nicht haben. Weil wir sie nicht haben, brechen wir hier ab und kommen zur Bewertung. 8. Du warst überhaupt nicht dran. Ich habe gewartet. Du hast nichts gesagt. 15. Jetzt macht hier jeder, was er will. Ich geh aufs Klo. Nein! So viel Zeit haben wir nicht mal. Dann sage ich auch 15. Ich sag auch 15. Ja, Vater des Jahres. Ja, ich habe, ja, was sag ich denn? Ich sag, er hat uns beobachtet, keine Ahnung. Ich sag Obi-Wan Kenobi.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich sag Indiana Jones. Ich nehme das langweilige Outro. Passend zur Folge. Sind das? Aus meinem Keller, Entschuldigung. Geht sie bitte wieder runter, kommt's. Weg mit euch. Runter mit euch, ihr Scheißer. Ich dachte, ich habe auf dem Soundboard auf die falsche Taste gedrückt. Hab die ganze Zeit Gelächter gesucht. Kinder lachen. Ich brauche was Frisches zu trinken, bis gleich. Ich brauche was Frisches zum Anziehen, bis gleich. Das Speichern, Tim. Ew.